Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, Cooper der Wolf. Au! Ja, und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal f.coopergaming.tv. Und wir sind zurück bei Tomb Raider. Nach unserem letzten kleinen, Rumgeballer würde ich es mal nennen hier, wollen wir jetzt hier auch weitermachen und endlich mal zum Funkturm. Ich denke, wir sollten es jetzt mal schaffen. Ich hoffe, ich habe auch noch, denn ich glaube noch nicht, dass das alle Kämpfe waren, noch genug Munition und sonstiges, dass ich das auch dahin schaffe. Ja, und da geht es auch schon gleich wieder weiter. Super. Oh, oh, da kommt schon einer. Hey, warum hat der Rammer nicht funktioniert? Na los. Na, das ging doch. Hä? Los. Aua. Alter. Na los, komm. Hey. Zack. Mist, es geht ja auch noch in Deckung. Ah, wo kommt der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. Ey, los! Und ab mit dir nach unten. Aua! Ah, bloß hier schnell wieder in Deckung. Was ist das denn? Wie viele sind das denn und von wo kommen die überall? Das ist ja noch einer. So, cool. Ey, was ich hier so ein bisschen vermisse, ich weiß nicht, ob das später noch kommt, dass man das als Fähigkeit kriegt, ist so ein bisschen die Nahkampffähigkeit. Hey, och Mann! Kommt jetzt der da unten raus? Wie schon wieder der da oben? Och, ey! Wie verziehen die sich immer so schnell wieder? Verdammt, Fackel! Feuer! Okay. Gibt es da irgendwie einen Rhythmus, auf den ich achten muss, wann wer von beiden kommt? Sonst wird das ziemlich schwer sein, die anzuvisieren. Ist das jetzt... Vielleicht muss ich mal gucken, ob ich die Controller-Empfindlichkeit noch ein bisschen umstellen kann, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mache einen kleinen Tick und der Sups saust hoch oder saust runter. So, jetzt mal gucken. Zack. Aua. Wenigstens habe ich den jetzt schon mal ein paar Mal getroffen. So. Und ist auch mal einer von beiden raus. Schon wieder abgehauen, der Typ. So, jetzt ziele ich nach oben. Jetzt kommt er. Ne, siehst du, kaum gehe ich nach unten. So, der ist erledigt. Immer das gleiche. Ich ziele nach oben. Der untere kommt raus. Aber diesmal hatte ich ja noch gerade so rechtzeitig Glück gehabt, dass ich den ja erwischt habe. So, jetzt ist aber nur noch der da. Jetzt kommt endlich da raus. Hä? Hä? Ey, dem ist doch das Feuer direkt vor die Füße gefangen. Wieso fackelt der nicht ab? Gemeinheit. Jetzt muss ich noch mehr Pfeile verschwenden. Ach, jetzt... Hä? Wie? Da brennt alles und der steht schön... Ah, nee, doch nicht. Der ist erledigt. Gut. So, dann wollen wir mal hier runter. Mal gucken, wo es jetzt war. Oh. Was kommt denn jetzt? Aus dem Weg! Sie gehören mir! Oh oh. Ist das so eine Art Bosskampf? Konzentration. Du schaffst es. Okay. Sag mal, wieso... Okay, rammen kann ich den schon mal nicht. Komm schon, nehmen wir mal eine Schusswaffe. Vielleicht geht es ein bisschen besser. Mann! Wann gibt der seine Deckung auf? Oh, shit. Hey, ich hab zumindest mal nicht offen, aber ich nehme auch den selber Schaden. Das kann ich nicht in Kauf nehmen. Oh nein! Verdammt! Oh, Mensch! Das war ja wohl gar... Drücken Sie B, um Gegnern auszuweichen und diese verwundbar für Angriffe zu machen. Ich hätte vielleicht eben auch mal kurz die Anleitung an der Seite lesen sollen. Okay. Wird wahrscheinlich trotzdem nicht einfach. Aber... Okay, das war jetzt... Aua. Ich muss auch in die richtige Richtung zielen, wenn ich ausweiche. Das tue ich jetzt nicht. Da gehst du leicht.
Okay. Ganz ruhig. Drüber nachdenken. Was tue ich da? Jetzt laufe ich erstmal weg. Das ist das Beste. Den müssen wir noch erledigen können. Ausweichen. Okay, jetzt habe ich schon mal getroffen. Warte mal. Okay. Ich ziel da unten in die falsche Richtung. Okay. Also, ich muss ihn anvisieren, ausweichen und dann gleich nach dem Ausweichen schießen. Dann treffe ich auch. Oh oh. Was war das denn jetzt? Hä? Oh oh, ich habe keine Munition mehr. Keine Pfeile mehr, nichts mehr. Schnell. Verdammt. Erstmal nach da hinten. Okay. Dann. So. Dann bin ich jetzt wieder bewaffnet. So, erstmal genug Reichweite. Anvisieren. Ausweichen. Und jetzt kann ich gleich schießen. Ja, geht doch. Ah, das heißt. Ach, da Mist. Kommt noch einer. So. Aua. Okay. Erledigt, gut. Waffenteile verbessern ihre Waffen. Okay. Das heißt, ich kann auch meine Waffen verstärken. Gut. Das muss ich mir nochmal angucken, wie das genau funktioniert. Dass ich dann demnächst mal meine Waffen verstärke. Das kann ich, glaube ich, immer bei so einem Kisten, wo ich auch meine. Muss ich mal die Augen offen halten, wo ich sowas finde. Oder kann ich das am Lager? War das am Lager? Nee. Da hatte ich doch am Anfang so eine spezielle Kiste, ne? So ein Ding, wo man das dran machen konnte. So. Ach Mist, nee, das wisst ihr ja gar nicht. Das ist ja meine verschollene Folge. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Also, eine Folge war ja leider, ja, also so Fähigkeitspunkte haben wir noch nicht, also können wir gleich auch weiter. Eine Folge komplett fehlt hier zwischen. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Auf jeden Fall, ja, war ein bisschen ärgerlich. Ist jetzt so. Vielleicht versuche ich die irgendwann nochmal nachzudrehen und das Ganze damit wieder auf richtigen Kurs zu bringen, aber im Moment schaffe ich das zeitlich leider nicht. So, wir sind endlich am Funkturm angereicht. Angereicht, ja. Angereichert mit ein bisschen Salz, Pfeffer. Schmeckt super gut. Nee, angelangt, wollte ich eigentlich sagen. Könnte aber allerdings auch mit ein bisschen Uran angereichert sein. Wäre nicht so gesund. So, oh ey, immer dieses Klettern in diesen luftigen Höhen. Ey Lara, wie hältst du das nur aus? Also, ich wäre schon längst 1000 Tode gestorben. Also ich muss sagen, seitdem ich Vater geworden bin und meine Kinder ja nun auch gerne klettern und überall hochgehen, auch mal auf höhere Höhen, besonders der Große, und der Kleine denn hinterher, muss ich sagen, ist es mit meiner Höhenangst besser geworden. Wenn die Kinder irgendwie Schwierigkeiten haben und nicht mehr runterkommen, bin ich wieder dabei hochzuklettern und denke da gar nicht drüber nach. Aber es gab Zeiten, da hätte ich das auf Garantie nicht geschafft. Und ehrlich gesagt, wenn ich Ruhe habe und freiwillig irgendwo hoch, würde ich auch nicht. Also, wenn, muss ich schon einen triftigen Grund dafür haben. Und meine Kinder sind es halt, ne, klar. Aber, oh, da wird mir schon schummerig, wenn ich das nur hier im Spiel sehe. Oh. Mann. Mutig, Mädel. Du musst Nerven wie Drahtseile haben. Ja, oh, schon wieder. Nee. Und wenn ich denn mal bedenke, dass ich früher von einem Baum zu Baum gejumpt bin. Naja, bis ich irgendwann abgestürzt bin. Und zum Glück relativ leicht nur verletzt gewesen. Ey, cool. Also dieses Bild hier oben auf der Spitze mit diesem rundrum drehen erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit.
Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Deswegen bin ich ja hier. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Okay, mit dem linken Stick muss ich jetzt drehen und das einstellen. Hallo? Stick? Drehst du dich auch? Hallo? Ah, jetzt habe ich es. Okay. Muss ihn erstmal bis zum Anschlag zur Seite drücken und dann drehen. Okay, jetzt muss ich zum Tuner wechseln. Ihre Lage, geben Sie Ihre Kunde. Ups, jetzt habe ich glaube ich zu weit gedreht. Zurück? Nee, auch nicht. Ah, nochmal ein bisschen weiter versuchen. Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten. Vorsichtig, Signal halten. Okay, jetzt hin. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Okay, aber so schnell kann das Spiel doch noch nicht vorbei sein, dass wir gerettet werden. Naja, wollen wir erstmal hier runter wieder, wie schon gesagt, oder gesehen. Dieses Kabel muss uns doch, ouch, nach unten führen. So. So kommt man definitiv runter. Jetzt sollen wir ein Feuer machen, ein Signal. Da könnte was sein. Treibstofftanz. Ja, da ist nochmal Munition. Schnell mitnehmen. Okay. Hier kommt man nicht durch. Kriegt man die entzündet, wenn man drauf ballert? Nö, das bringt nichts. Gut. Schon wieder Munition verschwendet. So, hier ist ein Ventil, das ich aufdrehen kann. Gut. So. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Ja, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Fackel. Aber hat irgendwer von euch hier mal irgendwo Feuer gesehen? Der liebe Wolf hat jedenfalls keins gesehen. Na gut, gucken wir mal diese Baracke hier durch. Wo die ganzen Ratten sich drin wohlfühlen. Gut, das war's. Ah, Funken. Oh, Feuerstahl. Neue Ausrüstungshalten. So sollte es gehen. Gut, halten Sie X gedrückt, um die Fackel zu entzünden. Na gut, das wollen wir doch dann gleich mal ausprobieren. Da haben wir die Fackel an. Und jetzt das Benzin entzünden. Oh, gedrückt halten, ja, stimmt ja. Und einmal ein paar Schritte zurückgehen. Da hat es aber gewaltig Bumm gemacht. Und? Da ist es. Hey. Aber das Spiel kann ja noch nicht zu Ende sein. Wir können ja noch nicht gerettet werden. Irgendwas passiert da noch. Siehst du, sage ich doch. Wie war das doch klar? Ich meine, das ist... Selbst mit Flugzeugen ist die Insel nur schwer zu erreichen. Das haben wir schon an den ganzen Wracks gesehen. Und wie auch immer die das machen, das sind die Wow. Super, eine Rutschpartie und wir dürfen ausweichen. Boah. Gelegentlich ist das treffen, das ist. Autsch. Wohl nicht so schlimm. Aber man sollte sich wahrscheinlich nicht zurücktreffen lassen. Aua. Ach, das. Das ging wieder schief. Autsch.
Oh, 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 schnell. Wieder hoch. Oh, oh. Und schnell weg hier. Oh. Jo, das würde ich sagen, war knapp. Wenn ich da jetzt nicht gleich reagiert hätte, wären wir denn ab in den Grund gestorben. Meine Güte, Sprachfehler. Abgestürzt? Wer weiß das schon. Ich hab's ja zum Glück geschafft. Oh, da landet jemand. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja, Laura, das können wir gerne machen, aber erst im nächsten Part, denn hier mache ich jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat der Part mal wieder gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen. Teilt das Video und natürlich empfehlt mich weiter. Außerdem, oben links lächelt euch gleich der liebe Wolf an. Klickt drauf, lasst noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sage ich, guckt noch in meine verlinkten anderen Projekte und wir sehen uns am nächsten Mittwoch zu Tomb Raider dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Cooper, der Wolf. Au!